Der alte Würfel haben wir innerhalb von einer Woche abgebaut und auseinandergenommen. Der neue LED-Würfel besteht aus 456 einzelnen Modulen, ist ungefähr 6 Meter breit. Zum Vergleich, der alte Würfel war ca. 3,5 Meter breit. Die Panels sind outdoor-tauglich, das heisst resistent gegen Feuchtigkeit, die wir teilweise in der Halle haben. Dann die neue Audioanlage ist nicht mehr auf dem LED-Würfel selber, sondern verteilt in der ganzen Halle. Durch das haben wir viel die bessere Abdeckung und überall die gleiche Lautstärke. Die neue Audioanlage ist komplett an die EWAC angebunden und nach diesen Normen konfiguriert, dass sie auch für Evakuationen während dem Spiel verwendet werden kann. Wir haben den Videowürfel jetzt ersetzt, weil wir zunehmend technische Probleme bekommen haben. Es ist natürlich eine riesige Investition für uns von den Tigers her. Und wir konnten das so abfedern, dass wir über ein Finanzierungsleasing gehen. Also der Würfel wird geleased. Das heisst, wir haben von den Aufwänden her pro Jahr einfach eine Leasingrate zu zahlen und mussten nicht die ganze Investition selber tragen. Entschieden haben wir uns für das Projekt durchzuziehen, bevor die Corona-Situation angefangen hat. Das ist uns auch noch ganz wichtig zu sagen, weil in der heutigen Situation haben wir auch andere Prioritäten, also vor allem auf der Ausgabenseite. Aber das Aufhängen eines neuen LED-Würfels ist das eine. Aber viel entscheidender sind die Konzepte mit Fans und Sponsoren, um auch den Würfel optimal zu nutzen bei Intros, Events und Spielszenen. Für die Fans bringt es vor allem Qualität und Grösse, die bessere Sichtbarkeit von der Live-Einspielung oder von der Wiederholungen. Das ist das eine. Das andere ist, man hat durch das, dass der Würfel rundum ist, also rundum mit Bildschirmen ausgestattet ist, kann man auch von den Contents her Effekte hineinbringen, die spannend sind und auch interessant zum Zuschauen.